Ich glaube, aus Sicht von allen Menschen, die jetzt durch die Corona-Pandemie gegangen sind, sind unsere Ergebnisse auch ein bisschen trivial. Die Menschen in Deutschland sind durch die Corona-Pandemie stark belastet. 42% der Menschen sagen, sie fühlen sich stark psychisch belastet durch die Corona-Pandemie. Wenn man nach den Gründen schaut, dann liegt das vor allem daran, dass die Menschen das Treffen mit Freunden, Bekannten, Verwandten vermissen. Sie machen sich Sorgen darum, dass Freunde und nahestehende Personen sich mit dem Coronavirus infizieren. Sie erleben mehr Stress am Arbeitsplatz. Sie leiden, wenn Kinder zu betreuen sind, unter Schul- und Kitaschließungen. Alles Dinge, die viele von uns während der Pandemie am eigenen Leib erlebt haben. Wenn wir in den Zeitverlauf schauen, dann sehen wir, dass die psychischen Belastungen im Pandemieverlauf immer stärker zugenommen haben, ihren Höhepunkt jetzt zum Ende der zweiten, dritten Wellen erreicht haben. Besonders stark psychisch belastet waren dabei vor allem Frauen, die berufstätig sind, im Homeoffice, in Haushalten, in denen Kinder zu versorgen waren. Und am wenigsten psychisch belastet, gerade auch zum Ende der Corona-Pandemie, Männer, die ihren Beruf auch teilweise zumindest außerhalb des Homeoffice durchführen konnten. Das sind so Befunde, die wir ein bisschen dahingehend deuten, dass sich zumindest was die psychische Belastung angeht, ein bisschen eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen in den Daten ablesen lässt. Das Verschwimmen der Grenze zwischen Arbeit und Privat- und Familienleben im Homeoffice belastet die Menschen während der Corona-Pandemie ganz besonders stark. Das liegt natürlich daran, dass sich diese Grenze zu Corona-Zeiten gar nicht so sauber ziehen lässt, wenn man sich zu Hause zum Beispiel noch um Kinder kümmern muss. Wenn man andere private Pflichten auf einmal hat, die in den Arbeitsalltag hineinfunken. Man kann also die besondere Belastung im Homeoffice zu Corona-Zeiten nicht unabhängig von der besonderen gesellschaftlichen Situation denken, in der wir uns alle befunden haben. Einfacherweise können wir für uns selber etwas tun, indem wir ein bisschen stärker unsere eigene psychische Gesundheit auch in den Blick nehmen, dass wir ihr eine gewisse Relevanz, einen Stellenwert in unserem Alltag einrichten, zustehen und dass wir auch noch stärker probieren, für unsere eigene psychische Gesundheit auch mal etwas Gutes zu tun. Vorausgesetzt, unser stressiger Alltag, gerade zu Corona-Zeiten, lässt das zu. Ich glaube, wir werden insgesamt gesellschaftlich schon einen Schritt weiter, wenn wir einfach ein bisschen mehr und häufiger auch am Arbeitsplatz über das Thema Psyche und psychische Belastung sprechen würden und diesen ganzen Themenkomplex damit auch ein bisschen entstigmatisieren würden.